Protected Zeit erlaubt es Forschenden der Schweiz, hier ungestört Versuche im Freiland mit gentechnisch veränderten Pflanzen durchzuführen. Für Forschende, die Grundlagenforschung machen, das sind in der Regel Universitäten oder die ETH. Sie steht aber auch zur Verfügung für die angewandte Forschung, an der vor allem Agroskop selbst interessiert ist. Unser Ziel ist es, zum einen zu schauen, inwieweit gentechnisch veränderte Pflanzen einen Beitrag leisten können zu einem nachhaltigen, integrierten Pflanzenschutz und auch Methoden und Konzepte zu entwickeln, um die möglichen Umweltrisiken schon vor Anbau dieser Pflanzen zu erfassen und auch zu bewerten. Wenn wir uns dort abhängen von dieser Technologie, verlieren wir das Know-how in der Schweiz und wir werden nicht mehr fähig sein, diese Technologie auch dementsprechend zu beurteilen. Reckenholz hier bei Agroskop wurde gewählt, weil hier bereits Erfahrungen mit solchen Versuchen bestehen.